Hier fünf Reihenhäuser gegenüberliegend und hier auf meiner Seite im Prinzip das gleiche, nur vom Schnitt etwas kleiner, auch nochmal fünf. Ja, und damit mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Liebe Zuschauer, so ist vom Licht besser. Ja, es geht heute um das Thema in Thailand wohnen und wie ich mir, so wie ich wohne, jetzt unliebsame Nachbarschaft vom Hals halte. Bisschen provokativ der Titel, aber kurz zur Situation hier. Ja, dazu muss ich sagen, wer meinen Kanal verfolgt hat, weiß, dass ich hier im Februar, Mitte Februar eingezogen bin. Sind jetzt gut 3,5 Monate und fühle mich hier sehr wohl. Und wie die Situation ist hier, wie gesagt, hier die, seht ihr diese fünf aneinandergereihten Häuschen, Wohneinheiten, wobei in den hinteren zwei jeweils ein Thai-Ehepaar wohnt, von denen kriegt man überhaupt nichts mit, da ist kein Lärm, nie. Die sieht man kaum, da geht kein Lärm aus. So, und in der Mitte, da wohnt auch ein Farang, wenn man so will, nämlich der Gary, ein Holländer. Und hier vorne wohne ich. Und hier, das quasi zwischen uns, zwischen dem Gary und mir, war kurzzeitig für ein paar Monate von einem thailändischen Bautrupp, wenn man so will, bewohnt. Die haben auch gegenüber das mittlere Haus gemietet gehabt, also zwei Wohneinheiten. Das waren, ich weiß gar nicht genau, 8 bis 10 Leute. Das hat auch ein bisschen gewechselt ab und zu. Und die haben hier temporär gewohnt, das war klar, haben hier irgendwo ein Bauprojekt, Haus, was auch immer, hochgezogen. Und als das fertig war, und das war vor circa 4 Wochen, sind die hier ausgezogen. Jetzt muss ich dazu sagen, die waren nicht unbedingt lästig, aber es war auch nicht angenehm mit denen. Die haben da völlig ohne Möbeljahr drin gewohnt, die Leute haben tatsächlich auf dem nackten Fliesenboden geschlafen, das habe ich gesehen, also naja. Will ich jetzt da nicht schlecht machen, die Leute. Also ich möchte so ein Leben wie die führen, nicht führen müssen. War halt jeden Abend, haben sie hier gegrillt. War nicht laut, also, aber es war auch nicht angenehm mit denen. So, und dann sind die vor circa 4 Wochen ausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, man weiß ja nicht, was nachkommt. Und so schön und friedlich man hier lebt, kann es auch so schnell mit dem Frieden wieder vorbei sein, indem hier, was weiß ich, wer einzieht und dann ist wieder Rambazamba und dann war es das mit der guten Wohnqualität, die ich hier zweifellos habe. So, und meine Idee war dann die, nachdem die weg waren, viele wissen es, ich hier nur 4000 Baht Miete bezahle im Monat für ein Haus, was die Einheit ist angeblich an die 5 Jahre alt, wird auch so stimmen. Ist sauber, ist innen drin neu gemacht worden, bevor ich einzog und so weiter. Und bevor man jetzt sich dem Risiko aussetzt, dass hier eben unliebsame Nachbarschaft einzieht, habe ich mir gedacht, bei dem Mietpreis frage ich mal meinen Nachbarn, eben den Gary, den Holländer, was er davon hält, wenn wir zwei das zwischen uns liegende oder die zwischen uns liegende Wohneinheit anmieten, uns die Kosten teilen, also 2000 pro Monat, pro Nase und haben dafür die Garantie, dass eben niemand einzieht und das Ding dann so leer bleibt, wie es ist. Und das habe ich dem Gary dann vorgeschlagen direkt, als die weg waren. Und der Gary fand das direkt gut. Und so haben wir das gemacht. So, jetzt heute haben wir den 3. Juni und ab 1. Juni, also ab vorgestern, ist das Ding in unserer Hand, von uns gemietet, per Vertrag und alles drum und dran. Und
und damit hoffen wir, dass es gut ist. Was wir jetzt natürlich dadurch gewonnen haben, ist jede Menge Stauraum. Das Ding steht leer. Da ist auch nichts drin. Das war, ist genauso leer, wie meine Wohnung war. Da ist keine Klima drin, da ist gar nichts drin. Ich habe auch nicht vor, da irgendwas zu investieren. Jetzt haben wir halt jede Menge Stauraum. Der Gary hatte oder hat schon, beziehungsweise seine Frau hat da irgendwelches Mobiliar schon reingestellt. Wo sie sonst keinen Platz für hat, ist ja völlig okay. Und wenn da aus dem Bekanntenkreis jetzt mal was von auf mich einer zukommt und sagt, kann ich dies oder das bei dir abstellen, dann sollte das auch gehen. Ja, damit haben wir das Problem insoweit haben wir gelöst. Zur allgemeinen Lage, Thailando. Ihr seht es an mir, es ist immer noch knallheiß. Also dies Jahr eine sehr ausgeprägte Trockenzeit. Wie man weiß, sind ja bekanntlicherweise die heißesten Monate der April und Mai. Das war auch dieses Jahr natürlich so. Und ausgesprochen trocken. Also da kann schon mal im April und Mai der eine oder andere Regen auftauchen hier in Hua Hin. Das war eigentlich gar nichts. Das war ab und zu ein bisschen getröpfelt, das war's, wenn überhaupt. Und die Hitzeperiode setzte schon Anfang März ein und wir haben sie immer noch. Und gestern war, ich glaube, der heißeste Tag während der ganzen Periode. Da waren es morgens um 11, 38 Grad im Schatten. Also, puh. Nichtsdestotrotz, nach den bestehenden Wettervorhersagen soll es ab morgen, ja übermorgen, dann gemäßigter werden, auch dann mehr oder minder der Regen so langsam einsetzen, was ich wirklich hoffe. Denn jeden, den man trifft im Moment, mit dem man sich über das Wetter unterhält, war das eine ziemlich lästige Periode. So, und da es eben auch jetzt die letzten, kann man sagen, 3 Monate so heiß war, war ich auch nicht mehr auf Tour und bin jetzt richtig heiß drauf, wieder mal loszugehen, aber wenn es halt ein bisschen abkühlt, und ich hoffe, wenn alles klappt, dass ich in circa einer Woche wieder auf größere Tour kann. Eventuell zusammen mit dem Kim, dem Dänen, den kennt er vielleicht, mit dem war ich auch schon ein paar Mal auf Tour, mit seiner Honda X-ADV, eine 750er, aber ist noch ein bisschen unklar. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ein bisschen Info gegeben. Gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ansonsten bleibt gesund, lasst euch nichts gefallen. Und bis demnächst wieder, hoffentlich mal wieder mit dem Reisevideo von mir.